Danke fürs Kommen. Danke, wie gesagt, auch Ihnen, dass Sie da sind. Ich habe 10 Fragen ausgesandt als Rahmen, wissend, dass wir das natürlich nicht in dieser Stunde, die wir haben, unterbringen können. Wir haben jetzt auch den wunderbaren Vortrag von Professor Weizsäcker gehört. Oder einige waren schon, glaube ich, die ganze Zeit da oder zumindest später gekommen. Meine erste Frage, das bezieht sich jetzt auf das Digitale, aber Sie können das ein bisschen auch natürlich auch schon auf die Ökologie oder auf die Klimapolitik beziehen. Man spricht ja sehr oft von einem europäischen Modell, einem amerikanischen Modell und einem chinesischen Modell. Man kann dann das russische Modell auch vielleicht ein bisschen unterordnen. Was würde Ihrer Meinung nach das europäische Modell auszeichnen oder soll es auszeichnen? In welche Richtung wollen wir weiterentwickeln, dass das digitale Europa, vielleicht auch zum Unterschied zum sozusagen der Art und Weise, wie China oder auch wie Amerika damit umgeht? Bitte, wie gesagt, um sehr präzise, kurze Stellungnahmen, dass ein bisschen Diskussion zustande kommt, sonst, wie gesagt, Referate haben wir genug gehört. Eine der Damen, Kinder, wollen wir dem... Bitte, Frau Gammann. Ich glaube, wenn man es auf die Digitalisierung bezieht, gibt es natürlich schon wesentliche Unterschiede zwischen dem chinesischen, amerikanischen und europäischen Modell. Was mir natürlich am europäischen Modell gefällt, ist schon, dass wir ja auch probieren, das ist manchmal ein wenig, zynisch könnte man sagen, ein wenig hinderlich im globalen Wettbewerb, aber dass man doch probiert, europäische Grundwerte in den Vordergrund zu stellen und das auch in der Art und Weise, wie Digitalisierung geprägt wird und reguliert wird, abzubilden. Was ich am chinesischen Modell sehr fatal finde, und das ist ja besonders die Entwicklung in den letzten 2-3 Jahren, ist dieser rasante Ausbau des totalen Überwachungsstaats und der totalen Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger. Besonders die Kombination mit dem Social Credit System ist für mich eine unvorstellbare, reale Dystopie eigentlich, die sich ja mit der Entwicklung der Technologie weiterentwickelt und eigentlich von Mal zu Mal katastrophaler wird. Alleine schon, wenn ich über die Geschichte nachdenke, dass, ich bin mir sicher, im Raum kennen hier viele die Situation der muslimischen Uiguren in China und das ja im letzten Jahr hat es eine große Geschichte in der New York Times gegeben, wo ja auch aufgedeckt worden ist, wie in welchen Lagern diese Menschen, eine religiöse Minderheit in China, plötzlich verschwinden und Monate, Jahre lang einfach nicht mehr auffindbar sind für ihre Familien. Jetzt wird Gesichtserkennungssoftware dazu verwendet, um Menschen, die anders ausschauen und diesem Profil entsprechen, auszusortieren, festzunehmen und in diese Lager zu stecken. Und da muss ich sagen, da muss schon auch die Weltgemeinschaft, glaube ich, eine klare Sprache sprechen und sagen, dass das nicht geht. Wir dürfen uns nicht nur, wenn wir uns über China unterhalten, nicht nur darüber sprechen, ja, dass es natürlich schlimme Konsequenzen haben kann, wenn sich die halbe Welt in den chinesischen Hegemonialansprüchen verschuldet und China so einen rasanten Ausbau auch in Investitionen hat in der westlichen Welt, sondern man muss schon auch nicht nur dann darüber sprechen, wenn es uns betrifft, sondern auch, wenn es die Menschen betrifft, die in China leben. Und das amerikanische Modell unterscheidet sich schon auch vom europäischen, vor allem im Hinblick darauf, wie Datenschutz gelebt wird. Aber ich denke, dass man schon auch die Stimme erheben muss, wenn es darum geht, kann man das, was in China im Hinblick auf die Digitalisierung passiert ist, ich glaube, wir müssen vielleicht einen anderen Begriff finden, um das dort nicht mit Digitalisierung im Allgemeinen zu verwechseln, ja, den digitalen Überwachungsstaat chinesischer Bauart, ob das in irgendeiner Art und Weise rückgängig gemacht werden kann, auch durch Druck. China, USA, Europa, China, braucht man dann völlig ergänzen. Ich meine, was mich da eher interessieren würde, ist, glaube ich, und der Moderator denkt es ja auch so an, den ich gerade loben wollte, dass man das irgendwie bündeln, die Fragen, die sie uns da übermittelt haben, weil das ist einzig für den Spitzenkandidaten
seriöserweise nicht machbar, das im Detail zu beantworten. Die Rückmeldung wollte ich schon einmal geben. Die 12 Fragen, die da übermittelt wurden, da kann man sich nur briefen lassen. Bis hinunter habe ich auch gemacht. Ich will gar nicht vorgeben hier, dass ich in all diesen Punkten, die 12 Fragen, wer sie die, weiß ich nicht, wo die aufliegen sonst noch, dass ich hier überall von mir selber heraus profundeste Antwort geben könnte. Umso besser finde ich, sozusagen die übergeordneten Zusammenhänge herauszuarbeiten. Chinesisches Modell. Ja, eh klar, aber was mir da auffällt, ist ja, genauso wie es die Kollegin Gammer schon angesprochen hat, die Verwebung mit den sonstigen quasi Merkmalen dieses Systems dort, quasi kapitalistisch, aber in Fragen der Gesellschaftsverfasstheit, der Staatslenkung und so weiter, ja, überraschend zentralistisch, antidemokratisch, dirigistisch, fast totalitär, und das Totalitäre manifestiert sich jetzt hier über die Digitalisierung. Das ist erkennbar. Ja. Früher hat man immer gesagt, und ich habe das ehrlich gesagt auch geglaubt, ich bin ja letztlich ein bisschen so ähnlich wie Ernst Ulrich von Weizsäcker, da immer wieder marktwirtschaftliche Vorteile von Steuerungsinstrumenten hat, Preise, Kosten, bin ein großer Verehrer und Fan, immer schon. Deshalb habe ich Umweltökonomie studiert, weil es solche Leute gibt wie Sie in Graz. Dankeschön. Aber auch bei Ihrem letzten Vortrag. Genau so. Ja, mehrmals jetzt. Und im Sommer auch bei der Technischen Uni oben im Kuppelsaal. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Ja, das fällt mir auf. Und das Markt wird, also das sind ja auch marktliche Instrumente dort in gewisser Weise, obwohl dirigistisch gesteuert, es wird ja mehr ausgelassen an Entscheidungsmechanismen. Die kommen halt nur von oben. Aber wir gehen in Wind, da hat es ja einen Vorteil gehabt, wir gehen in Solar, wir gehen dort. Aber gewisse Effizienzmechanismen nach unten dürfen dann trotzdem wirken. Das würde ich doch marktlich zuordnen. Aber die Auswüchse dieser sozusagen dirigistischen sind jetzt da, manifestieren sie vor allem in der, aus europäischer Sicht, weil das ist dann auch gefragt, fast, also unvorstellbar Missbrauch einer Technologie. Ja? Und man sieht, wo das hinkommt. Der Kapitalismus kommt offensichtlich halbwegs ohne Demokratie aus, wenn wir nicht aufpassen. Das ist fast eine Lehre. Und die Digitalisierung für sich genommen kommt auch ohne Demokratie aus und ohne Checks and Balances oder sonst was. Und das ist ja dann mehr als sich Orwell jemals ausdenken hätte können. Und das ist schon dramatisch, obwohl ich mich nicht beschäftigt hätte damit. Und was ich erwarte ja, wenn ich mir ein paar Dokumentationen jetzt gesehen habe, sonst würde ich gar nicht was sagen können dazu überhaupt, weil es nicht mein Themengebiet unbedingt, was sich da in China schon entwickelt hat. Also wenn einer sagen würde, so wie bei mir daheim in der Oststeiermark, um das wieder dann wirtshaustauglich zu machen, weil das ist ja unsere Aufgabe, die Welt zu übersetzen, dass du da bis ins Klo hinein verfolgt wirst, dann ist es noch untertrieben. Und demnächst werden alle mit dem eingepflanzten Chip umeinander laufen. Ist vielleicht gar nicht notwendig, weil eh schon auf jedem Baum irgendeine Überwachungskamera hängt, die alle, und da hinten wird alles zusammengeführt. Ja? Also ich weiß nicht, ob sich dieses Gesellschaftsmodell halten kann, wenn man sieht, wohin das führen kann. Das ist aber nur ein Aspekt von Digitalisierung, den wollen wir in Europa natürlich anders haben. In den USA ist ja die Beschreibung offensichtlich die, dass man dort, kann ich nur den einen Satz wiederholen, aber mit Datenschutz nicht so genau umgeht, ansonsten ist es dort schon anders. Und was ich für das Europäische heranziehen wollen würde, wäre eine Abwägung und ein gewisser Gestaltungsanspruch, also Gefahrenabwehr, dort wo es genau um Missbrauch von Daten geht, also da braucht es was, das ist klar, da bemühen sich wir als Opposition, uns ist immer noch oft zu wenig, ich glaube in Europa bemüht man sich hier, da wird auch viel helfen, wenn sie die Länder zusammenschließen, da sieht man wieder den Vorteil einer Union, weil man sie ja sonst oft sehr schwer nur durchsetzen kann, wie stark wir uns durchsetzen, hängt ja von anderen Dingen ab. Aber was wir auch sollten, ist die Chancen zu nutzen, ich glaube da gibt es eine Übereinstimmung. Weil Digitalisierung kann natürlich in vielen Bereichen, so groß die Gefahren sind, die übersehen werden, obwohl es so banal ist, was das alles auch noch energietechnisch auslöst, ja, die ganze Streamerei, was der Teufel was. Aber es gibt natürlich schon Effizienzvorteile, wenn wir die Technologie so anwenden, dass dort, wo zu optimieren ist, das betrifft vor allem technische Prozesse, von mir aus bis hinein in Biolandwirtschaft, ja, klingt komisch. Ist, aber wenn man es in größerem Stil aufzieht, nicht aus der Welt. Ja? Also sage ich auch, Chancen nutzen, und jetzt höre ich einfach auf, weil ich merke, dass der Kollege Swoboda zu Recht schon mit dem linken Arm wackelt.
Dem lieben Kollegen Kogler kann ich jetzt schon ankündigen, ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Spätestens, wenn man im Europäischen Parlament ist, dann lernt man es auch, mit relativ wenig Zeit umgehen zu müssen, nämlich mit einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Wir haben nämlich nicht sehr viel Redezeit dort. Daher versuche ich, die Frage relativ flott zu beantworten. Was bedeutet das für mich Europa? Offenes, freies, demokratisches Internet, das heißt Digitalisierung auf eine Art und Weise wahrzunehmen, die demokratisch legitimiert ist. Datenschutz ist ein Grundrecht. Das haben wir schon zu einem Zeitpunkt beschlossen, der schon ziemlich lang her ist und dem jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung dann auch noch entsprechend gestärkt wurde. Das chinesische Modell, das ist eines, das einem wirklich etwas Angst macht. Diese Social Credits, was macht das mit Menschen? Also da geht es nicht nur darum, dass man komplett überwacht wird, sondern was macht das mit den Menschen dann im Kopf schon vorher? Das führt ja zu einer Selbstzensur. Das führt ja dazu, dass gesellschaftliches Verhalten mehr oder weniger schon vorweg irgendwie dann ganz anders an den Tag gelegt wird. Also das ist ganz bestimmt nicht unser Modell. Und beim Umgang mit China sollten wir das natürlich alles mit beachten, nicht? Also wenn wir Handelsverträge, wenn wir was immer auch mit China letztlich ins Auge fassen, eben Reziprozität und genau diesen Blickwinkel im Auge haben. Und was die USA betrifft, weil mehr oder weniger dieses Modell ja natürlich ebenfalls eines ist, das nicht so ist wie unser europäisches, denn der Datenschutz wird dort nicht so geachtet. Und was führt das, was macht das wieder mit Menschen, wenn die total kommerzialisiert sind, bis ins letzte Detail getrackt, verfolgt werden können, was ihr Verhalten betrifft, ihr Marktverhalten, also auf eine andere Art und Weise ebenfalls, falls schon komplett gestreamt zu sein. Und deshalb bin ich davon überzeugt, wenn wir da jetzt dann weiter diskutieren, dass es gerade in diesem Bereich so wahnsinnig wichtig ist, als Europäische Union zu handeln. Also dieses gemeinsame Handeln, das uns dann letztlich auch mächtiger sein lässt, als Marktplayer, aber auch als Player, was Menschenrechte und demokratische Legitimation betrifft. Dankeschön. Du hast ja mitgestimmen können, weil du schon im Parlament warst. Die anderen Kollegen würde ich fragen, wie sehen Sie Datenschutzrichtlinie? Ist das ausreichend? Muss man da mehr tun? Und wie schaut das mit dem Urheberrecht an, wo ja sehr viele Jugendliche meinen, da ist ihnen jetzt die Freiheit genommen worden, von sozusagen im Internet oder eingeschränkt worden. Fange ich vielleicht bei der Jüngsten an. Ist das Selbstziel? Ja, ich sehe das auch so. Ich war nämlich auch auf der Demo, aber nicht nur deshalb. Ich sehe die Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich sehr positiv, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt war für die Europäische Union, auch weltpolitisch zu zeigen, dass wir in diesem Bereich eine Policy haben, die wir verfolgen. Und das ist ja auch, ich meine, in den meisten Politikbereichen findet man irgendwo in der Welt ein gutes Beispiel, wo man abschreiben kann. Im Bereich Datenschutz hat es das in dieser Größenordnung nicht gegeben vorher. Und man sieht das ja auch jetzt, dass sehr viele Länder auch die Datenschutzgrundverordnung als Beispiel hernehmen, wie man Datenschutz als Grundrecht verankern kann und das auch in die Gesetzgebung übertragen kann. Man kann darüber streiten, wie das dann im Detail wirklich ausgeführt wurde, ob es überhaupt dann letztendlich dazu führt, ob das quasi nur eine Schein-Selbstbestimmtheit dann über die eigene Datennutzung ist oder dann wirklich tatsächlich auch so funktioniert, weil das, wenn man in einer quasi monopolisierten digitalen Plattformökonomie, wo es halt einige Anbieter gibt, bei denen man nicht ausweichen kann und wo die Datenhergabe dann bis zum gewissen Grad für viele unausweichlich scheint, nützt einem dann auch die Datenschutzgrundverordnung nicht so viel. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen gewesen, hat auch wesentliche Verbesserungen gebracht, natürlich auch für kleinere und mittelgroße Betriebe einiges an bürokratischen Hürden, aber bei diesem Thema ist die Datenschutzgrundverordnung ein Bürokratiemonster, bin ich extrem vorsichtig, weil ich glaube, dass wir uns da schwer tun, die richtige Relation zu finden, weil dass kleine Betriebe auch mittlerweile unfassbar große Datenbanken über ihre Kunden hatten, wo es keine klaren Regeln gab, wie hantiert man eigentlich damit,
Wie geht man mit der Sicherheit dieser Daten um, ist ja eigentlich auch irre. Und ich finde das sehr gut, dass es dafür, wie in vielen anderen Bereichen, jetzt einfach klare Regeln gibt, weil die Daten der Kunden, egal ob das jetzt ein Tischlerbetrieb ist oder ein großes Digitalunternehmen, sind eben nicht wurscht. Und ich halte das schon für richtig, dass das einfach ein Standard geworden ist, genauso wie wir in einem Restaurant Hygienestandards haben. In einer Küche sollte man dann auch in der Kundenverwaltung einen gewissen Standard haben, dass alle Mitarbeiter wissen, wie geht man mit sowas um. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Verbesserung. Und zum Copyright ein kurzer Satz. Ja, ich halte das für in dem Fall eine grundfalsche Güterabwägung, die das Europäische Parlament und alle Institutionen hier getroffen haben zur Durchsetzung der Copyright-Richtlinie, dass es dann letztendlich zum Einsatz von Upload-Filtern kommt. Ich glaube, da wäre ein anderer Weg der richtige gewesen, unter anderem auch, weil ich nicht der Meinung bin, dass dieser Weg jetzt den europäischen Grundwerten entspricht und weil es ein ganz fatales Beispiel und Signal auch in die Welt ist. Sagen Sie nur vielleicht mit einem Satz, was der andere Weg wäre oder in welche Richtung es hätte gehen können, sollen? Die ganz viele Punkte in der Copyright-Richtlinie sind sehr positiv, zum Beispiel dass die Haftungsumkehr in vielen Bereichen. Und da wäre es für meiner Meinung nach ausreichend gewesen, dass man es dabei belässt, dass auf Urheberrechtsverstöße hingewiesen wird und die Plattformen das löschen müssen, das Notice-and-Takedown-Prinzip. Ich glaube, das wäre in der Güterabwägung immer noch letztendlich vernünftiger gewesen, weil die Richtlinie eh schon so viel wesentliche Verbesserungen gebracht hat. Danke. Okay. Zu beiden Themen finde ich es fast ein bisschen schade, muss ich sagen, dass nicht auch Vertreter eben von ÖVP und FPÖ da sind, weil in dieser Themenlage, glaube ich, sind wir relativ eng beisammen. Zur Datenschutzgrundverordnung so viel ist nicht perfekt, aber ist grundsätzlich gut und wahnsinnig wichtig, dass man den Datenschutz an das 21. Jahrhundert angepasst hat. Wichtig ist mir dabei zu sagen, dass es in Kombination mit der E-Commerce-Richtlinie und deren Umsetzung sehr, sehr wichtig ist, die beiden Themen zusammenzuhalten, weil im Moment ist es gerade schon wieder so, dass Industrielobbys versuchen, da irgendwie gerade im Geschäftsbereich am Datenschutz zu knappern und das, was wir in der Datenschutzgrundverordnung erreicht haben, irgendwie von der anderen Seite abzuräumen. Ein bisschen bedauere ich es auch, dass der Beschäftigtendatenschutz nicht stärker ist, aber in Summe kann man sagen, es ist wirklich wichtig und gelungen und vor allem sind auch Sanktionen drinnen und für die Bürgerinnen und Bürger ist es tatsächlich ein Fortschritt. Zu Copyright so viel. Ich möchte sagen, es haben uns nur ein paar Stimmen gefehlt, also nur darauf hinzuweisen, wie das im Europäischen Parlament gelaufen ist. Es haben uns, glaube ich, 5 Stimmen gefehlt in der Endabstimmung, um dann noch eben den Antrag zu stellen, dass dieser ominöse Artikel 13, also dann 17, also jener, der in dem es eben um die Upload-Filter ging, dass der also dass das nicht durchgegangen ist. Ich bedauere das sehr. Wir haben da wirklich zusammengearbeitet über verschiedene Fraktionen hinweg. Das ist leider nicht geglückt. Mir tut es auch unter anderem sehr, sehr leid, weil immer wieder darauf hingewiesen wird, jetzt haben wenigstens die Künstler was. Also sozusagen die Künstler kriegen jetzt mehr oder weniger ihren Anteil, aber dafür müssen sie halt ein bisschen Vorzensur halt in Kauf nehmen. Die Geschichte ist die, es ist leider nicht so gelaufen. Also gerade die Kreativen sind auch diejenigen, die da leider nicht das gekriegt haben, was man ihnen da mehr oder weniger vorgegaukelt hat. Wir haben versucht, und das ist wirklich etwas, wofür ich mich besonders eingesetzt habe, das Prinzip der allgemeinen und fairen Vergütung für Kreative durchzusetzen. Und das wurde in den Trilogverhandlungen, also das haben wir im Europäischen Parlament dann in der Abstimmung, bevor es zum Trilog, also bevor es zu den Verhandlungen mit dem Rat gekommen ist, drin gehabt. Und das ist dann weggefallen. Und insofern ist eigentlich relativ wenig, herzlich wenig übrig geblieben, warum man aus Sicht der Kreativen und aus Sicht natürlich der Bürger, die an funktionierender Demokratie interessiert sind, dazu stimmen konnte. Also es wird sehr vieles jetzt schön geredet von denen, die sie befürwortet haben. Was sagst du zu dem Vorwurf, dass es eigentlich die großen Tech-Konzerne waren, wie Google, Amazon etc., Facebook, die eigentlich das nicht wollten, sondern dass sie eigentlich diejenigen, die jetzt gegen diese Urheberrechtsregelung gestimmt haben,
auf der Seite der großen Konzerne war. Naja, na, die Geschichte ist die, ich habe das wahrgenommen als ein Match der großen Digitalkonzerne gegen die großen Analogkonzerne. Also auf der einen Seite die Filmindustrie und was weiß ich, die Bildzeitung und wie diese ganzen Verlage sind, die mir gesagt haben, wir wollen uns einen fairen Anteil haben, und auf der anderen Seite YouTube und Co. Und ich bin natürlich dann besonders stutzig geworden, weil meine Tochter 12 Jahre alt an Politik recht interessiert, aber halt nicht so im Detail, dann natürlich zu mir hergekommen ist und hat gesagt, Mama, du schaffst das Internet ab. Mama, du bist da jetzt schuld dran, dass es nicht mehr YouTube gibt. Mama, das darfst du nicht machen. Und ich habe gesagt, na, wo hast denn du das her? Also die Geschichte ist schon die, es wurden gerade junge Menschen instrumentalisiert von diesen großen Online-Plattformen, die gesagt haben, die wollen nicht zahlen natürlich. Also durch die Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, im positiven Sinne, ohne Upload-Filter, hätte natürlich auch YouTube einen faireren Anteil zahlen sollen, dass die Kreativen mehr oder weniger zu ihrem Recht kommen, das ist klar, aber nicht mehr oder weniger um den Preis, dass jetzt die zwischengeschalteten Verwertungsgesellschaften und so weiter alles abräumen und die Künstler erst recht wieder schauen müssen, ob sie von den Verwertern ihren Anteil bekommen. Okay, danke. Herr Koger. Ja, zwei Fragen. Das erste, Datenschutzgrundverordnung. Ja, eh. Es hat ja auch Jan-Philipp Albrecht, ein grüner Abgeordneter, also jetzt ist er woanders, nicht mehr im Europaparlament, aber doch maßgeblich mitgewirkt. Was mir da noch auffällt, ist, ich schaue mal die nationale Umsetzung, ist ja immer noch ein Thema. Also Österreich ist da, glaube ich, dabei, sich an ein paar Ecken ein bisschen rauszuschwindeln. Nämlich genau dort, was interessant wäre, für mittlere, größere Unternehmen, wobei ich würde dem zustimmen, was Kollegin Gammann sagt, dass die kleineren, es geht da nicht mehr nur um Groß und Klein, das ist ja ausgeführt worden. Aber mir fällt dann trotzdem Folgendes noch auf, als einziges Argument da, wo, von einem Bereich her, wo ich an sich mehr verstehe, man hat es auch sehr gut gemeint und im Prinzip ist es auch gut, dass wir nach der Finanzkrise einmal da was angegangen sind, ja, mit Regulierungen, was Banken, Finanzinstitutionen und so weiter betrifft. Auswirkung ist aber trotzdem die, dass die es besonders treffen sollte, die am ehesten Krisen verursachen, da in der Zukunft sein können, die größten Einheiten, davon jetzt, die nicht genauso reguliert sind, deshalb, wie man sie vielleicht einordnen sollte. Während hingegen die kleineren Bankinstitute, die ja nicht meine Feinde sind, obwohl mein Verhältnis zum Banken ja bekannt ist, die kleineren anständige Schwierigkeiten kriegen. Und wir werden ja nicht die Regulierung deshalb starten, damit wir die kleineren Banken nur erwischen, die wir ja jetzt in meinem Verständnis durchaus mehr brauchen könnten, wenn wir da ein bisschen fitter aufgestellt sein wollen und resilienter auch im Finanzsystem. Und das ist halt immer ein bisschen das Problem bei diesen Regulierungsversuchen und Verordnungen. Jetzt ist es bei Datenschutzgrundverordnung nicht so schlimm, aber was mir in der Praxis schon auffällt, ist ja, beziehungsweise ist vielleicht auch Schindluder getrieben worden, was auf einmal alles wegen Datenschutzgrundverordnung bis ins normale Leben hinein sich vom Kopf, von die Füße auf den Kopf stellt, fürs normale Empfinden und dann wieder retour. Also wir sehen schon, dass wir Übersetzungs- und Transportprobleme haben. Vielleicht ist da irgendein bösartiger politischer Gegner am Werk, der das nur einredet und am Schluss ist eh wieder alles anders. Aber offen gestanden, wenn ich mir anschaue, was NGOs oder Parteien, ja, ich meine, was da jetzt plötzlich ja, im Exzess, wer gar nicht wissen darf, ein Mitglied, das irgendwo beitreten will in einen Verein, wer sonst noch Mitglied ist, na, das ist für mich keine Vereinsbasis. Ja? Das sind dumme Exzesse, die schaden, weil es braucht auch das Zusammenleben, auch ein voneinander Wissen. Und wenn es die Datenschützerei so weit geht, dass die Menschen untereinander, die aber voneinander schon was wissen sollten, auch vor diesem Wissen geschützt werden, dann ist das schon ein Problem. So. Zweites, Artikel 7, vormals 13, 17, vormals 13, ja, eh auch. Ich meine, die Abwägung ist aus meiner Sicht falsch ausgegangen, ganz gleichlautend wie Kollegin Gammon. Was mir da noch auffällt in der Bewertung oder wo Politik halt was ausrichten kann oder soll, ist für mich, dass für mich einmal als Beobachter auch noch nicht ganz klar war, wie sehr am Schluss, wo
wofür ja sonst das Europäische Parlament so gelobt wird, im Übrigen die Kompromisssuche gegangen ist. Weil die Frage kann ja nicht hundertprozentig beantworten, was die bessere Alternative gewesen wäre, weil richtig ist schon, dass das Urheberrecht, das will ich auch schon hochhalten in gewisser Weise, vor allem für die Kleinen. Mir ist das Dilemma auch bewusst. Aber wie man dann in dieser Art und Weise, also da finde ich wahrscheinlich schärfere Wörter als die Frau Kollegin Garmann dann noch, überschießend das herbringt, wo jeder Laie eigentlich mitkriegen muss, wenn man anschaut, wie das juristisch konstruiert ist, dass zwangsläufig Upload-Filter herauskommen müssen in der technologischen Anwendung, da greife ich mir dann schon wieder am Kopf. Was mich nur eher irritiert, ich kann ja wieder moderativ eingreifen, vielleicht die Frau Kollegin neben mir noch einmal anrufen und aufrufen, da habe ich was vermisst in dem an sich sehr gelobten Europäischen Parlament. Das ist immer zugefahren wie zwei Züge aufeinander. Und das war eine sehr seltsame Situation. Ja, das hat mich fast irritiert, weil ich sonst eigentlich auch sehr positive Meinung habe davon, wie dort verhandelt wird und Kompromiss gesucht wird. Darf ich wirklich? Da greife ich den Ball nämlich sehr gern auf. Das ist ein Beispiel davon, wo man sieht, es gibt zwei Positionen, die sehr extrem sind. Eine, die sehr, sehr, ich sage jetzt industrielastig ist, weil das in dem Fall gegeben war. Der Chefverhandler war von der Europäischen Volkspartei und wollte auf alle Fälle, dass diese Copyright-Richtlinie kommt, um den Preis, dass eben angemessene, faire Vergütung für Künstler rausfällt. Das war der Preis, weil das wollte mehr oder weniger der Rat, also die Staaten, die Mitgliedstaaten nicht. Und dementsprechend hat er sich darauf eingelassen. Und auf der anderen Seite eben diese Upload-Filter, die man behauptet, steht dann drinnen, wir nennen den Namen Upload-Filter ja gar nicht, aber es ist auf eine Art und Weise formuliert, die nichts anderes zulässt. Und das war dann die Geschichte. Und dann kann man sagen, waren auf der einen Seite, es war auch als Hintergrundstory eine sehr gemischte Geschichte, weil auch hier das Ganze durch die Fraktionen durchgegangen ist. Die Europäische Volkspartei hat mehr oder weniger geschlossen für diese Copyright-Richtlinie gestimmt, die Rechten auch. Und dann ist es aber interessant geworden, und zwar bei den Liberalen, bei den Sozialdemokraten und bei den Grünen war da eine Spaltung. Das heißt, es waren auch bei den Grünen, auch bei den Liberalen und auch bei den Sozialdemokraten etliche, die gesagt haben, wir nehmen diese Upload-Filter in Kauf, aus unterschiedlichen Gründen, weil man eben aus Italien oder aus Frankreich kommt oder aus Dänemark. Also gerade in Dänemark waren also die Liberalen da besonders dafür, in Frankreich genauso, bei uns, bei den Sozialdemokraten war das ähnlich und auch bei den Grünen war es so, dass es ein paar Deutsche gegeben hat. Das heißt, Die Geschichte ist die, das war ein Thema, da waren auf einmal, und das ist wahrscheinlich auch die spannende Geschichte des Europäischen Parlaments, da waren auf einmal die Bruchlinien irgendwie ganz woanders als normalerweise bei den Fraktionen, außer halt bei EVP und bei den ganz, ganz Rechten, die gesagt haben, ist wurscht, wir gehen mit der Industrie mit. War sehr bedauerlich. Ich meine, wir drei, die wir da sitzen, haben wir da in der Hinsicht die gleiche Position offensichtlich, aber im Endeffekt ist es natürlich sehr, sehr schade, weil das heißt, die Chance für ein modernes Copyright ist auf die Art und Weise leider verloren gegangen und da kann man nicht für einen Sieg sprechen, sowohl aus Demokratiesicht als auch aus Sicht der Kreativen. Gut, der Herr Kugel hat da jetzt dem Wortmeldung verschafft, noch eine Möglichkeit. Ja, dafür gebe ich Ihnen wieder, dass Herrn Kugler vielleicht, reden wir mal über die Zukunft. Ich meine, das war schon spannend auch zu wissen, wie das halt so läuft. Für die Zukunft. Mark Zuckerberg hat gesagt, muss ja nicht alles glauben, aber in dem Fall würde ich ihm glauben, wenn er sagt, die großen Konzerne, Tech-Konzerne haben zu viel Macht. Ich glaube, er genießt schon, dass er diese Macht hat. Und hat gemeint, wir brauchen mehr Regulierungen. Wie soll jetzt Europa vorgehen? Es gibt ja auch die Frage der Digitalsteuer, wo jetzt wieder Einzelgänge da sind, was auch nicht vielleicht so vernünftig ist. Aber wie wollen wir mit diesen großen Konzernen vorgehen? Wobei natürlich es gut wäre, wir würden auch auf europäischer Ebene Konzerne haben, die im Wettbewerb gehen. Das ist meine Meinung, vielleicht auch nicht. Aber wie sollen wir mit diesen Konzernen vorgehen? Sollen wir wirklich mehr besteuern? Sollen wir votieren für eine Zerschlagung? Soll das Wettbewerbsrecht hier verstärkt werden? Wollen Sie anfangen, Herr Kugler? Ja, ich bin schon zugeschaut. Ja, gern.
Aber ein kleiner Nachtrag zu vorher, das hat mir jetzt auch nicht nur befriedigt, die Antwort, weil der Kollege Wegner, weil das Europäische Parlament ja an sich dafür bekannt ist, dass es ja eh nicht über Fraktionsgrenzen nur läuft, so wie man es in Österreich bloß kennt. Und ich meine, wie die verschiedenen Einflussgruppen gearbeitet haben, ist schon herausgekommen. Aber das Abstimmungsergebnis war dann im Übrigen schon so. Ich habe für beide Positionen ein gewisses Verständnis, aber wenn das jetzt schon aufgerufen wurde, wollte uns das ersparen. Bei den Grünen waren es 10%, ich habe mir das genau angeschaut und ausgerechnet, der Abgeordneten, die letztlich dann für die, war ja nur mit der gesamten Urheberrechtsrichtlinie abzustimmen und eben nicht die getrennte Version, das stimmt ja. Bei den Sozialdemokraten waren es, glaube ich, halbe-halbe und bei den Liberalen waren gerade 2/3 dafür, aber die werden auch ihre Gründe haben. Ja. Die österreichischen Fraktionen, das war klar. Ja. Im Übrigen, der Wilimski, der sonst immer die Ärmel aufkrempelt, dass man eigentlich glaubt, man ist unmittelbar von einer Wirtshausschlägerei, der hat sich enthalten. Ja. Das ist überhaupt das Lustigste gewesen, finde ich. Ja, da ist mir der Karas noch lieber, der war wenigstens dafür. So. Zukunft. Regulieren, Konzerne, Zukunft. Ja, also regulieren und Steuern wurden aufgerufen. Also das ist ja nicht das Gleiche unbedingt. Regulieren, das ist ein Bereich, wo wir Kraft brauchen, glaube ich, auch wieder gemeinsame, wenn man bei Facebook denkt, da gab es viele Aspekte, wo man hinschauen müsste. Ich will nur einen herausgreifen, vielleicht machen die Kolleginnen andere Punkte dazu, wo wir uns sehr engagieren, die Grünen, diese Bekämpferei, Hass im Netz und so, und das ist echt ein Kampf, ja. Und wir sind ja da noch, jetzt sind wir schon beim Europäischen Gerichtshof, wir als Grüne, ursprünglich in der Person der Eva Klawischnik, die eine der ersten in Österreich Opfer war von diesen massiven Kampagnen, ich will nicht gar nicht sagen, was da drinnen steht, ist auch unsagbar. Aber wir haben das aufgegriffen und uns zu wehren begonnen, im Kleineren das eine oder andere gewonnen, zuerst natürlich nur gegen die den Account halt inne hatten. Später dann sind wir dazu übergegangen, Facebook herauszufordern. Und das ging dann über mehrere Stationen, dass wir jetzt bei Vorabentscheidungen beim EuGH sind. Also wir nehmen das ernst. Mir ist diese Hass im Netzgeschichte wirklich ernst, obwohl ich auch da sehe, dass das ein Grat ist, wo man dann wieder aufpassen muss, dass man umgekehrt nicht bei den besonders Freiheitsliebenden quasi die Grenze zur Zensur nicht erwischen. Wie auch immer. Was dort reguliert werden sollte oder was mit Steuern nicht geht, ist ja eher die große Macht. Ja? Also ich bin doch ein Anhänger davon, ich weiß nicht, wie man das herbringt. Notfalls, wenn wir stark genug werden als Europa, müsste man die, ich will nicht das, es ist so eine gemütliche Veranstaltung, ich will nicht das Wort zerschlagen nehmen, ja? Aber man müsste sie eigentlich auseinandernehmen. Würde es noch eine Weltregierung geben oder schon, oder will man das überhaupt, eine andere Frage. Ja? Ein Weltregulator, der müsste die auseinandernehmen nach Strich und Faden. Da hat sie auf einem privaten Monopolbereich, und da weiß man dann auch nie, was in dem Zweifel hier, wie es ein staatliches oder ein privates Monopol, jedenfalls, die haben Weltmonopolcharakter. Ja? Aber Werner, in welche Bereiche würdest du zum Beispiel, kurzer Einwurf nur, das mit dem Zerschlagen, das wird ja relativ oft diskutiert, vor allem bei Google. In welche Bereiche soll man diese Firma zerschlagen, damit es was bringt? In dem Fall, die Wettbewerbskommission sagte, das bringt nichts, weil die drei Einzelteile innerhalb von kürzester Zeit so oder so wieder eine Monopolstellung in ihrem Bereich aufweisen würden. Ja, aber wenn sie nicht über alles drüber ein Monopol haben, also ich kann ihn nur dilettieren, es fällt mir nur auf, dass sozusagen lehrbuchartig ist mir das nicht unsympathisch, die Herangehensweise, dass man da mal was auseinandernimmt. Ob die, ich meine, es gibt ja natürliche Monopole, ne, die dann wo automatisch sofort wieder ein Monopol entsteht, wenn man dann schaut, aber dazu wären eben Regulierungsbehörden da, denke ich, weil dazu gibt es jetzt sie ja genau. Wie auch immer, bei den Steuern sehe ich das noch einmal anders, das ist ja sehr schwierig im digitalen Bereich, weil ja da die Frage ist, wo ist der Ort der Wertschöpfung, Sie kennen das alles, und wie man sich da behelfen soll. Aber grundsätzlich bin ich da schon ein Verfechter davon, dass man sich möglichst sozusagen an den Gewinnen orientiert, die ein Unternehmen macht, und das ist da halt sehr schwierig herstellbar. Da kann man sich oft nur mit fiktiven Annäherungsweisen heranbewegen. Notfalls geht man halt auf was Primitiveres wie den Umsatz. Was jetzt allerdings in Österreich passiert hat mit einer Digital, ich meine, die Begriffe verschwimmen, eine Digitalsteuer kann jetzt alles und jedes sein. Natürlich, wenn ich irgendwas mache, wo
Digitalisierung im Spiel ist und die irgendwas dazu klein oder groß abschöpfen, kann ich dazu Digitalsteuer sagen. Aber gemeint ist ja wohl, dass vor allem diese großen Unternehmen, die die Gewinne ja nach Strich und Faden, da passt der Begriff wirklich, verschieben, dass man die, dass man diesem Vorgang in irgendeiner Weise halt Herr wird. Ja? Und da würde ich schon meinen, dass gerade die Europäische Union, da wäre sie gerade noch stark genug, glaube ich, wenn sie alle einigen würden. Aber das sieht man ja schon wieder, was das für ein Unglück ist, diese Einstimmigkeit in den Steuerfragen, weil jeder Einzelne, der sich noch selber einen Vorteil verspricht, blockiert die anderen. Klassisches Gefangenendilemma. Da würde schon was gehen, wenn man sich auf den Backel haut. Aber mein Zugang ist, das ist halt wieder der ökonomische, ja, sich an Gewinngrößen zu orientieren. Die nächstbesseren sind andere. Und was wir jetzt haben in Österreich, nur so viel am Schluss, so viel Innenpolitik darf sein, denke ich, da wird auch Digitalsteuer dazu gesagt, und zwar mit voller Absicht, damit man so tut, als ob. Und in Wahrheit sind das in einzelnen Bereichen offensichtlich Abgabenphänomene, die im Prinzip eine bessere Werbeabgabe sind auf Teile, die dort passieren, kann man sagen, auch noch besser als nichts, soll wenigstens die Werbung dort besteuert werden. Aber wenn ich mir das Aufkommen aus dem, was ursprünglich der Kern einer Digitalsteuer in Österreich war, nämlich diese Mickey-Maus-Steuer jetzt an dieser Stelle, dann wenn ich alle 9 Bundesländer nehme und die Hundeabgabe zusammenzähle, habe ich mehr Einnahmen, nur damit wir mal die Dimensionen sehen. Also diese kleine Pointe wollte ich Ihnen nicht ersparen. Gut, digitale Hunde haben wir noch nicht. Frau Gabern, Sie haben jetzt schon Einwand gebracht, aber könnte es nicht sein, das ist jetzt wirklich nur eine Frage, dass wenn es zu einer Zerschlagung dieser großen Konzerne käme, dann vielleicht europäische Unternehmen auch eine Chance hätten, in diesen Wettbewerb einzutreten. So wird sie begründet meistens. Ne? Ja, aber im Moment. Ja, ich frage nur. Also das sehe ich nicht. Also das ist kein einziger europäischer Anbieter auch nur ansatzweise konkurrenzfähig. Und das liegt halt auch daran, und das ist vielleicht auch zurückgehend auf das, was eben das chinesische Modell ausmacht. Wenn wir das nicht wollen, die digitale Dystopie und den digitalen Überwachungsstaat, dann muss Europa halt auch ein wenig seiner Verpflichtung nachkommen, in der Innovation, Forschung und Technologie ordentlich Gas zu geben. Und das tun wir aber nicht. Ich glaube, dass Europa auch gerade, um diesen Punkt zu machen, wie Digitalisierung gelebt werden soll und wie Technologieregulierung gelebt werden soll, müssen wir der Verpflichtung nachkommen, auch selber bei technologischen Innovationen vorne dabei zu sein. Aber bei den europäischen Forschungsausgaben, gerade im Grundlagenforschungsbereich, werden wir da nicht hinkommen. Da muss man halt im globalen Vergleich bei dem europäischen Forschungsbudget eigentlich eine Null dranhängen hinten, damit man ansatzweise in Konkurrenz treten kann. Und das Bekenntnis ist halt einfach nicht da. Und natürlich, gut, dann ist es, also, und alleine schon, wenn man betrachtet, dass das wirklich pur globale Unternehmen sind und auch so funktionieren, ist die Vorstellung, dass wir das in Europa regeln können, indem wir sie hier zerschlagen und denen im europäischen Markt andere Regeln geben und dadurch ein globales Problem lösen, wirklich lachhaft. Jedenfalls bin ich nicht der Meinung, dass man dadurch eine europäische Konkurrenz hinkriegen könnte. Und es gibt ja dann immer die Vorstellung, ja, wir brauchen halt einfach ein europäisches Facebook und dadurch ist das Problem gelöst. Auch das finde ich eine Märchengeschichte eigentlich. Dadurch wird es nicht passieren. Aber, ja, noch ein Punkt, die DSGVO, gutes Beispiel. Wenn Europa in dem Fall den Hebel seiner Marktmacht, in dem Fall als Wirtschaftsraum ausnützt, um zu sagen, es gibt halt einfach harte Regulierungen, die vor allem den Zweck haben, dass es für den Konsumenten für den europäischen Bürger ein gutes Ende hat, im Sinne, dass die Daten gut geschützt sind, dass man auch nicht dem Ausnützen der Marktmacht ausgesetzt ist. Es gibt ja die Beispiele, Google ist vor kurzem wieder verurteilt worden. Das kann schon etwas bewirken. Und ich glaube, das ist auch eher ein positiv ausgerichteter Blick, wo kann man wirklich auch global einen Impact haben, weil der europäische Markt jetzt noch eine Bedeutung hat. Und wir sollten das so lange ausnützen, solange es noch so ist. Frau Regner. Also zu
Beim Wettbewerbsrecht, da würde ich ganz gern viel selbstbewusster sein. Ich glaube, das ist drin in der Europäischen Union. Zerschlagen ist natürlich immer eine sehr schwierige Sache, aber wir könnten da schon wesentlich selbstbewusster auftreten. Nicht? Also, dass der Facebook und WhatsApp und Instagram da gemeinsam unterwegs sind in Europa, da könnte man wahrscheinlich schon etwas machen. Ich weiß, dieses Zerschlagen ist immer eine sehr schwierige Geschichte, aber die Wettbewerbsregeln geben schon einiges her. Und wie ich das im Moment sehe, ist, dass wir, dass die Kommission beispielsweise, um das gegenteilige Beispiel zu sagen, bei der Fusion von Siemens mit, jetzt muss ich überlegen, wie hieß das? Alstom. Durchaus hätte sagen können, ja, dem stimmen wir zu, weil wir möchten haben, dass ein großes, innovatives Projekt, in dem Europa so richtig mehr oder weniger auf dem Weltmarkt Gas geben kann, ermöglicht wird. Und die Wettbewerbsbehörde hat, also in der Hinsicht hat Europa Macht. Also da könnten wir schon einiges machen. Was die ganze Plattformökonomie betrifft, ich meine, das wissen wir, da haben wir wirklich komplett den Anschluss verloren. Da ist es leider so, dass wir in der Europäischen Union da nichts entgegenzusetzen haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass man den Kopf in den Sand steckt und sagt, so, jetzt können wir nur mal noch zerschlagen oder halt klein beigeben. Wir sind in der Europäischen Union schon in einigen Feldern, was Technologie betrifft, ganz toll, was Quantenphysik betrifft, ganz toll, was weiß ich, Cybersecurity ist jetzt ein Thema, das auch wirklich von den europäischen Institutionen sehr ernst genommen wird. Und wir können auch das, was wir beim Datenschutz entwickelt haben, nicht nur als Bremse sehen, sondern als etwas, was zukunftsweisend ist und sollten darauf aufbauen. Und insofern ist es schon so, dass wir ganz dringend ein großes Projekt brauchen, inklusive den Investitionen in dieses große Projekt, um dann nach außen hin besonders erfolgreich zu sein. Also da sollte man nicht zurückschrecken. Und da geht es nicht nur um private Investitionen, sondern da muss man auch wirklich kräftig Geld in die Hand nehmen. Und ich sehe da hier sehr wohl was, was gerade für die künftige, ich weiß nicht, wie man es nennt, digitalisierte Industriepolitik oder wie auch immer, den Standort Europäische Union ganz selbstbewusst gemeinsam etwas angehen soll. Also das braucht man quasi ja zum Überleben, zum wirtschaftlichen Bestehen global. Wie schaut es mit dem Forschungsaufwand aus? Der ist ja heute ein paar Mal erwähnt worden, ganz am Beginn schon vom Kollegen Karas. Sie haben gemeint, wir müssen da eine Null dranhängen. Gibt es da ein Übereinkommen zwischen den drei? Dass die, weil ja, es geht um das EU-Budget in der nächsten Zeit, im nächsten Periode. Es geht sicherlich auch um die Frage des Sparens, weil Großbritannien als einer der großen Nettozahler fällt weg. Anzumennen, zumindest, dass sie wegfallen. Ganz sicher ist man sicher da nie. Und da geht es um Kürzungen. Und üblicherweise wird bei Landwirtschaft und anderen Bereichen nicht gekürzt. Wie schaut es da aus mit der Forschung und wo sollen da die Schwerpunkte sein? Also Sie haben schon mit dem Thema angefangen. Ja, wenn ich noch was dazufügen, großer Schmerz, weil ich bin Wissenschaftssprecherin meiner Partei derzeit im Nationalrat und ich sehe da schon auch ein Problem, man kann die Verantwortung halt nicht nur auf die europäische Ebene abschieben. Wir sind sehr stark als europäischer Forschungsraum davon abhängig, dass Nationalstaaten auch ihrer Verpflichtung nachkommen, ihre Forschungsbudgets auch aufzustocken. Und da ist Österreich immer noch ein Nachzügler. Da wird alles Mögliche in die Forschungsquote reingerechnet, was nicht dazugehört, inklusive allem, was an Häuselpapier verwendet wird bei einem Forschungsprojekt. Das hat natürlich nichts mit Forschungsleistung zu tun. Und in Österreich wird immer gerne Geld für angewandte Forschung ausgegeben, aber selten Geld für Grundlagenforschung, wenn es darauf ankommt. Das tut mir extrem weh. Und wir tun auch zu wenig, um den europäischen Hochschulraum weiterzuentwickeln. Auch da haben wir, der Brexit ist nicht nur wegen dem fehlenden Geld ein Problem, sondern auch deshalb, dass wir bald keine Top-Unis mehr in der Europäischen Union haben, wenn die zwei aus dem Vereinigten Königreich rausfallen. Und das ist schon elend. Kugler? Ja, mehr klingt immer besser, würde ich auch meinen. In dem Bereich, jetzt ist nur die Frage, also die Kollegin Gamon hat aufgerufen, die nationale Verantwortung auch. Das ist mir immer schon aufgefallen, da waren die Österreicher immer schon innovativ, um was reinzurechnen. Da gibt es die wunderbaren Beispiele der Rüstungsgegengeschäfte. Das wäre ein außerordentlicher Kabarettabend an dieser Stelle, müssen wir nachholen.
Das ist ungefähr so wie die Lesung, was war meine Leistung. Also da ist man in Österreich immer schon sehr kreativ gewesen. Aber ich bin überrundet worden. Ich habe bis jetzt immer gesagt, ja, die Wurscht selber ist eingerechnet worden in die Forschungsquote. Jetzt ist es schon das Heidelpapier. Das finde ich, der Punkt geht an die Kollegin. Europaweit, aber um zum Ernst zu kommen, europaweit, wann macht das besonders Sinn? Und das will ich schon hervorheben, weil dann gibt es eine Verantwortung der Union. Weil auch da gibt es ja Aufgabenstellungen, und da waren wir ja, denke ich, gerade eben, wo über das die nationalstaatliche Möglichkeit hinaus oder allein von der Dimension her es Sinn macht, wenn sich größere quasi Einheiten finden und zusammentun. Und das wäre hier wohl sowas. Und dann stellt sich dann, zwei Fragen stellen sich dann, ich weiß gar nicht, ob ich sie beantworten kann, aber mal, das ist ja schon, das ist ja manchmal schon in der Politik was gewonnen, wenn einer, wenn einer Fragen formulieren kann. Nämlich, dann ist es ja offensichtlich ein öffentlicher Anschub. Also muss man nicht mehr aus dem Budget herausforschen. Ja? Weil ja das die einzelnen Firmen der Markt heraus nicht macht. Es fehlen uns ja gar die Player dazu, wenn es um diese größeren Dinge geht. Dann ist schon die Frage, sozusagen, wie da navigiert wird und wer gibt es vor, was suchen wir, wenn wir forschen. Weil wenn es eh schon ein politisches Budget ist, ja, das wäre schon interessant. Und das Zweite, da hätte ich mich ja gemeinsam auf Suche machen, ja, was machen wir, was wollen wir da. Aber das andere ist aber, da kommt ein völlig anderer Aspekt herein, der ja meistens vergessen wird, ja, in westlichen Industriegesellschaften, sage ich den altmodischen Begriff, dass der Staat oft sehr viel leistet, auch finanziell, und am Schluss dann die Gewinne eingesackt werden, wenn das einmal läuft, das Ding, ja. Der Christian Kern hat sich da immer sehr bemüht und ist auch mit dem Buch herumgedingelt von der Mariana Mazzucato, die aber schon recht hat, gerade nämlich im Internet und digitalen Bereich, dass die wirklichen Großen, da hat man immer geglaubt, ja, ich weiß nicht, wie diese Legenden halt gehen, vielleicht stimmen sie ja auch, irgendwelche Garagen in Kalifornien, da haben sie halt irgendwelche gefunden und Silicon Valley und ihr kennt das alles, ja, so. Die Wahrheit ist natürlich anders. Aber ganz große Anschübe sind durch öffentliche Forschungsfinanzierung gekommen und dann frage ich wieder, aber was ist denn der Revenue zurück in die öffentliche Kassen? Ja? Weil das wird auch irgendwann ein Thema sein müssen, weil ich bin ja jetzt auch nicht am Gesellschaftsmodell verpflichtet, dass wir jetzt da angenommen, das wäre mir schon was geholfen, ja? Wenn wir auf europäischer Ebene da oder dort was weiterbringen könnten und irgendwo am globalen Markt entsprechend auftreten könnten dadurch. Aber ich möchte irgendwann auch wieder gesichert haben, dass das in den europäischen Modell dahingehend eingebunden wird, dass irgendwann diese Großen auch wieder was zahlen oder zurückzahlen. Ja? Und ich glaube schon, dass wir alles versuchen sollten, und das haben wir vielleicht eher am besten beim Wettbewerbsrecht, auch den anderen die Zähne zu zeigen, die jetzt halt schon nun einmal da sind. Und Europa als Ganzes kann das schon. Ja? Dann kannst Google, Facebook etc. gegenüber mit einem Markt von potenziell eigentlich jeder Bewohner fast Usern entsprechend auftreten. Ja? Und ich glaube, dass das nur quasi in dieser gemeinsamen Veranstaltung geht, weil sonst forsch ich ja wieder irgendwo herein, wo man die anderen nachher das Geld davon tragen. Ja? Weil ich meine, das, so ehrlich muss man auch sein, ob das Kapital jetzt ein Wiener Marschall hat, das ist vielleicht nur irgendwie das Lustigere für uns, klingt so, oder ein amerikanisches oder ein Putin Marschall hat, ich weiß nicht, ob sie Kapital, wenn man Karl Marx verstanden hat, nicht, dass ich ein Marxist wäre, in der Anwendung seiner Ideen, aber in der Analyse kann man durchaus einmal sich den Luxus leisten, um dem zu folgen und sich nicht gleich mal wie vom Krampus fürchten. Ja? Das ist doch völlig logisch. Das Kapital wird immer noch, das ist ja im Wesen inne, nach Gewinnmaximierung streben, darf es ja. Ja, wir müssen es ja nur gescheit steuern, das sind wir ja gerade. Und deshalb interessiert mich ja viel mehr, was ist eigentlich die politische Stoßrichtung dieser ganzen Forscherei. Und meines Erachtens sollte es dann schon dahin gehen, dass wir einerseits in klassischen Anwendungsgebieten dorthin kommen, wo wir was haben, wo wir ressourceneffizientest werden. Da geht auch noch immer noch was. Ja, die Ökologisierungsfragen habe ich vorher angesprochen. Da geht es nicht um Groß oder Klein, da geht es um solche Sachen. Und dann geht es aber auch noch darum, immer noch möglicherweise auf die Art und Weise Firmengebilde herauszuheben, die aus Europa heraus kompetent auftreten können. Ja? Nur möchte ich dann irgendwann sichergestellt wissen, dass da wieder was zurückkommt. Gut, ich würde sagen, dass wir jetzt noch zwei kurze Runden machen. Das eine, am Schluss kommt dann die Umwelt dran. Nicht, was der Schluss ist, sondern was der Höhepunkt ist. Aber zuerst noch vielleicht zum digitalen Bereich. Welche Initiativen können Sie sich vorstellen, dass Sie persönlich setzen wollen, was die Digitalisierung betrifft, beziehungsweise wie Sie
die digitalen Instrumente verwenden wollen, vielleicht auch, um dem Bürger näher zu kommen. Also wie kann Europa dem Bürger über die Digitalisierung näher kommen? Wie können Sie persönlich näher kommen? Weil das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Ich meine, es gibt ja inzwischen, glaube ich, von Grünen in Deutschland, die gesagt haben, sie sind jetzt nicht mehr auf Facebook und Ähnliches. Ist das eine Lösung oder müssen wir eben nicht doch sozusagen auch als, oder Sie als Abgeordnete, einfach stärker in diesen Dialog, auch in den digitalen Dialog mit den Bürgern eintreten? Evelyn. Naja, die Digitalisierung an sich, ich meine, das ist ja was komplett Neutrales. Wir müssen sie mehr oder weniger so gestalten, dass sie uns nützt, dass wir mehr oder weniger wir uns diese neuen Möglichkeiten oder diese eh schon seit vielen Jahren jetzt bestehenden Möglichkeiten auch entsprechend aneignen. Und ich denke mal, da sind schon fantastische Dinge passiert. Also wenn man schaut, E-Governments, also HelpGV, also ganz einfach online die Behördenwege zu tätigen, das ist etwas, was ganz einfach das Alltagsleben erleichtert. Das ist praktisch. Es muss aber immer so sozial begleitet sein, dass halt diejenigen, die nicht mithalten können, dann halt ebenfalls noch eine Möglichkeit finden. Das ist ganz besonders wichtig, weil das in vielen Ländern dann mehr oder weniger über Bord geworfen und irgendwann bleiben dann die Leute übrig und wissen sich da nicht mehr zu helfen. Also man muss immer beides quasi letztlich mitdenken. Mir fällt jetzt so als praktisches Beispiel, also nur so quasi als eins unter vielen ein, wir haben jetzt gerade beschlossen, die Online-Registrierung von Unternehmen. Ich habe mich da, und das versuche ich jetzt nur so als Beispiel zu erwähnen, sehr lange quergestellt. Nicht, weil das die Online-Registrierung von Unternehmen etwas Schlechtes wäre. Im Gegenteil, auch gerade in der Unternehmenswelt ist es ganz wichtig, dass alles wesentlich geschwinder geht. Aber das, was ich halt gelernt habe, und deshalb müssen wir da immer ganz, ganz, ganz besonders genau hinschauen, ist, wir müssen wirklich ganz exakt diese Instrumente begleiten, weil sonst leidet oft die Demokratie und sonst leidet oft zum Beispiel auch das Finanzamt darunter, dass man seine Steuern dann eben nicht kriegt, weil diese Formen oft genutzt werden, eben gerade bei irrsinnig vielen Unternehmen, dass Briefkastenfirmen aufgemacht werden, der Steuer nicht gezahlt werden. Wir haben das bei den Panama Papers gesehen, dass halt Geldwäsche betrieben wird. Das heißt, im Endeffekt bedeutet es immer, Digitalisierung ist natürlich etwas Wunderbares, aber wir dürfen nicht sagen, jeder tut einmal, wie er glaubt und das ist dann halt irgendwie schon okay, sondern es ist notwendig, dass Behörden mehr oder weniger Mechanismen entwickeln, wie man genau halt diese Prozesse begleiten kann, wie das Finanzamt dementsprechend zu seinen Steuern kommt. Und das ist im Endeffekt eigentlich ganz schön viel Arbeit. Also ich habe nur wirklich gesehen, das ist dann mehr oder weniger das, wo der eigentliche Hund begraben ist. Und jeder jubelt und sagt, sind wir alle mehr oder weniger modern. Die ganze Gesellschaft muss eine Smart City werden, alles super. Aber es muss immer begleitet werden und es muss immer quasi auch sozial so weit abgesichert sein, dass diejenigen, die ein bisschen langsamer sind, auch mitgehen können. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Gammon? Ja, also ich glaube schon, dass digitale Technologien auch mehr Möglichkeiten bieten, dass man gerade auch die Distanz, die man oft nach Brüssel verspürt, verkürzen kann oder kleiner machen kann. Und das sollte man unbedingt nutzen. Grundsätzlich ist mir das Thema wichtig, das ist jetzt vielleicht mehr auf einer Metaebene, die Art der Technologieregulierung zu ändern im Hinblick darauf, dass es einen vorausschauenden Charakter kriegt, eher als einen rückwärtsblickenden, was hat eine Technologie für ein Problem verursacht und wie können wir das im Nachhinein kaschieren oder damit umgehen und mehr die Hergehensweise nehmen, was wird in den nächsten 5-10 Jahren auf uns zukommen und wie kann man jetzt schon den Boden regulatorisch bereiten für technologische Veränderungen, die auf uns zukommen. Aber das ist in dem Fall einfach eine andere Herangehensweise an Regulierung. Ja, bei uns steht natürlich immer auch im Vordergrund sozusagen die Einbettung, aber über den Datenschutz, und das hatten wir gesprochen, muss ich mich nicht mehr lange aufhalten. Ich mache aber fast ein bisschen untypisch, vielleicht für Grüne, aber die bundesdeutschen Grünen haben das ganz deutlich im Programm, diese zu, ähnlich wie Gammon gerade gesagt hat, die, was man aus dem alles rausholen kann für verschiedene Fragen, die Digitalisierung als eine Chance begreifen. Und da sind die Anwendungsgebiete für einen grünen Zugang liegen auf der Hand. Da will ich mich jetzt auch nicht auslassen, damit ich mal endlich kürzere Wortmeldungen prämiere. Aber eins scheint mir wichtig, wenn wir gefragt worden, was man selber sozusagen ein Anliegen wäre. Das ist jetzt gar nicht unmittelbar im Bereich, sondern in der Folge dieses Bereichs. Und
da finde ich zwar immer mehr Gefallen dran, mich damit zu beschäftigen und so weiter, aber gerade wenn die Digitalisierung besonders gut funktioniert und selbst wenn man da mit Datenschutz und das alles halbwegs beieinander haben, soll sie auch dazu führen, dass massiv sozusagen wieder eingegriffen wird in Produktionsprozesse, ja sogar Dienstleistungen. Ja. Das führt ja dazu, dass er bestimmte quasi mittlere und hintere Rechtsanwaltsarbeiten ja auch schon und so weiter. Ja. Also bis in den Dienstleistungsbereich. Nur was heißt das? Wenn das, was wir da, wo Sie nicht einmal ablehnen, ja, im Gegenteil vielleicht, besonders erfolgreich ist, dann stehen wir vor Umbrüchen, das ist noch, oder im schlimmsten Fall vor Verwerfungen, die sich gewaschen haben. Warum? Nicht, weil ich nicht glauben würde, dass es genug Arbeit in der Zukunft immer noch gibt. Aber die Geschwindigkeit der Veränderung, und das müssen wir wissen oder lernen, das ist ja ein Faktor für sich. Ja? Ich kann immer davon reden, dass sie in irgendeinem theoretischen Gebilde alles irgendwann anpasst, ja, in der Ökonomie zu irgendeinem Gleichgewicht oder was. Aber was immer übersehen wird, sind die Anpassungsprozesse. Wie gehen die? Was lösen die aus? Oder wie viel Zeit ist dafür? Und da sehe ich schon ein großes Problem. Mit anderen Worten, wenn es nicht schnell genug geht, dass quasi die neue Arbeit auftaucht, während die alte wegfällt, weil wir so erfolgreich sind, dann werden wir schauen müssen, wie wir hier zurande kommen als Gesellschaft. Weil sonst fliegen uns die Trümmer um die Ohren. Und dann das sind genau die Trümmer, auf denen die Rechten dann sozusagen nur ihre Bäume aufziehen. Ja, die sind mir schon zu viel da. Diesen Wald will ich nicht sehen. Und wenn wir nicht aufpassen, wie wir hier eingreifen, wie Gesellschaft es auch versucht zu lösen, ob die einen reden von Grundeinkommen, ihr wisst, was da jetzt kommt, von Bedingungslosen, die anderen dort will ich gar nicht hin unbedingt, aber wir müssen schauen, dass wir nicht nur darauf vertrauen, dass sich da eh alleine alles finden wird, sondern diese Übergangsprozesse sozusagen begleiten und auch sozial abfedern, weil sonst haben wir dieses Problem. Dann sind wir da besonders erfolgreich, und dann haben wir auf der anderen Seite den sozialen Zusammenhalt endgültig aufs Spiel gesetzt, weil die Umbrüche zu schnell gehen. Danke für die kurze Wortmeldung. Gebe ich mir gleich wieder das, das war wirklich, war ja so, oder? Ich gebe wieder das Wort, weil ich glaube, wir machen die letzte Runde und bitte Sie, dass Sie vielleicht da gleich beginnen. Umwelt. Sie haben von den Umbrüchen gesprochen, Sie haben von möglichen Verwerfungen gesprochen, von Problemen im sozialen Zusammenhalt. Wie können wir denn schaffen, den Umbruch oder die Veränderung unserer Gesellschaft nach dem Modell, wie es Professor Weizsäcker dargestellt hat, wenn wir dem zustimmen, ohne dass es eben zu solchen Verwerfungen kommt. Wir haben in Frankreich mit den Gelbwesten eine Situation, und ich vereinfache jetzt etwas, mit einer Steuersenkung für die Superreichen und einer Steuererhöhung, die vor allem natürlich auch Leute in den ländlichen Regionen betroffen haben. Also das scheint mir nicht ein vernünftiges Modell zu sein, dass man, wenn man Steuern erhöht, zum Beispiel auf den Treibstoff, dass man gleichzeitig dann die Steuern für die Superreichen senken und dann wundert man sich, dass es zu Protesten kommt. Ich will jetzt nicht über die einzelnen Einstellungen der einzelnen Leute was sagen, das wird eine andere Sache. Also dennoch wird man, glaube ich, wenn man nur einigermaßen das nachvollziehen kann und wird, was Professor Weizsäcker sagt, werden wir in Europa in den nächsten Jahren, nehmen wir mal die 5-Jahres-Periode, einiges tun müssen. In Europa selbst und natürlich auch im globalen Zusammenhang. Wo würden Sie persönlich, Kollege Kugler, und dann natürlich die Kolleginnen, die Schwerpunkte sehen, was diese ökologische Transformation, nenne ich es einmal so, Europas betrifft? Würden wir, das wird aber nicht in Europa allein gelöst werden können, fürchte ich, wenn ich mir ausschaue, wo diese Dienste sich hinstellen und das abwickeln, da irgendwo in Sibirien oder sonst irgendwas, und dort ist eh dann schon wieder alles wurscht, also da ist halt wieder die klassische Auslagerungsfrage, aber bleiben wir von mir aus vor Europa. Dann nehmen wir von mir aus den Klimaschutz als wichtigstes Teil, und da glaube ich schon, dass die Union Vorreiter und Taktgeber werden kann. Es ist ja auch nicht richtig, dass wir nur 10% verursachen würden vom Ausstoß, weil wenn wir Konsumverhalten und diese ganzen Einpreisungen und Importe von außen, dann sind wir eh zwischen, naja, weit über 20, eher bei 25%, je nach Rechnung, da haben wir schon noch selber anständig einen Anteil, und wenn ich 50 Jahre zurückgehe, um das moralisch zu begründen, dass Europa besonders was tun muss, dann haben wir einen besonders hohen Anteil an dem Kohlenstoff, der jetzt schon herumschwirrt, CO2, der ist halt jetzt schon herumschwirrt. So,
Das klassische Instrumentarium ist bekannt. Das sind ja nicht nur, obwohl ich dem am meisten anhänge, die Preise und Kosten, also die Kostenwahrheit dorthin. Da geht natürlich auf europäischer Ebene mehr. In Österreich ging es auch schon mehr, aber das muss man einfach erkennen, dass nationalstaatlich die Spielräume geringer sind, wenn es alle anderen gerade wieder nicht machen. Was ich, dann hast du es in der Stahlindustrie etc. Und dann siedeln gerade die Stahlbetriebe ab, womöglich im schlimmsten Fall, die eh schon super produzieren, weil die Föst ist da ja weltweit bei den Besten. Also das muss man alles, wie es auch im Vortrag aufgeschieden ist, glaube ich, im Prinzip so verfolgen. Aber für mich ist natürlich die ökologisch-soziale Steuerreform eine ganz große Nummer, sagen wir es jetzt halt europaweit. Ich meine nur, dass es auch nicht hilft, wenn man nur sagt CO2-Steuer da drauf, sondern das ist ja die Frage der Höhe. Und das muss schon, vermutlich schrittweise, das muss schon an, da müssen größere Räder gedreht werden, denke ich. Das heißt aber automatisch, dass man woanders mit den Abgaben und Steuern runter muss. Ja? Das ist eh kein neues Lied, ja? Aber es verklingt halt immer wieder ein bisschen, auch wenn man es immer öfter hört. Und bevor es irgendwie irgendeine abgestandene Melodie wird, sollte man das auch wieder zum Gassenhauer machen, wenn es jemals war. Und dann heißt es aber, dass wir anständig runter müssen, speziell in Ländern wie Schweden, Frankreich, Österreich, aber auch in der Bundesrepublik, mit den Steuern auf Arbeit, sonst geht sich das nie aus. Und dann ist er mehr, das berühmte mehr Netto vom Brutto, dann ist er das mit den Gelbwesten anders, weil natürlich wären bestimmte Verhaltensweisen teurer, ja? Auch im Konsum. Auf der anderen Seite ist ja das der Effekt von Lenkung. Nur wenn ich gleichzeitig wieder mehr im Taschel habe, dann ist es ja wohl genau dies. Dann habe ich am Schluss das, was ich aber will. Diejenigen, die sich entsprechend freundlicher verhalten, werden auch ökonomisch begünstigt und die anderen halt weniger. Aber es ist nicht nur eine soziale Geschichte dann. Und wir können auf die Dauer und im Durchschnitt Sozialpolitik nicht durch Düsenaggregate machen, weil es das Fliegen auch noch billig bleiben muss. Oder durch die Steckdose oder an der Zapfsäule oder sonst was. Da werden wir die ökologische Geschichte verlieren. Das muss man integrieren. Ökologie und Gerechtigkeit, das ist jedenfalls der Anspruch der Grünen. Wir glauben, das in den Genen zu haben. Und ansonsten würde ich dort, wo die Preisgeschichte zu langsam kommt oder gar nicht hinkommt, oder weil am besten eh prohibitiv was sein muss, sprich verbieten, ja bestimmte Teile wird man einfach verbieten müssen, bestimmte Gift. Ich drehe es einfach um, was ist eine Verbotspartei, wenn man das da dahin kann. Ja? Wir haben heute Giftverbote für Kinderspielzeug etc. etc., die es vor 20 Jahren nicht gegeben hat. Wer von Ihnen würde sagen, okay, führen wir das wieder ein? Also es gibt auch, tun wir das wieder weg, weil das ist ja ein Verbot. Ja? Also es gibt auch vernünftige Verbote. Du hast da Regulierungen. Wir haben auch noch ein drittes Instrument, da habe ich gar nichts dagegen, es muss nur scharf gestellt werden, den noch marktwirtschaftlicheren Mechanismus, das ist jetzt auch nicht unbedingt bei den Grünen immer beliebt, weil es nämlich so nicht funktioniert, der CO2-Zertifikatehandel, aber ich finde das hochintelligent, dass man mal politisch vorgibt, was ist überhaupt eine zulässige Menge und der Markt bildet den Preis. Nur da muss man sich halt einmal trauen, die Menge so festzusetzen, dass das was mit der Ökologie zu tun hat. Also da hätten wir Aufgaben genug, da ist die Union immer besser als der Einzelstaat, also mehr Selbstbewusstsein. Gut, Frau Gaber muss leider schon weg, aber vielleicht haben Sie doch eine Message für uns. Ja, ich sehe das ähnlich wie der Kollege Kogler. CO2-Besteuerung finde ich sinnvoll, auch wenn das Volumen des Steueraufkommens nicht größer wird, indem man die Steuern auf Arbeit runtersetzt. Und das mit der globalen Klimabudgetierung, was vom Professor Weizsäcker gekommen ist, ich glaube schon, dass man das aussprechen kann. Ich glaube, wenn man das nicht sagen kann, dann werden wir so oder so nichts bewirken können. Also da gibt es politisch schwierigere Dinge auszusprechen, weil es gibt eine Generation an Wählern, die heranwächst, die mit dem Thema kein Problem hat. Und ich glaube, das ist in der Politik oft hilfreich, um schwierige Dinge anzusprechen, wenn es Wähler dafür gibt. Wenn man das Beispiel von Macron hernimmt mit den Gelbwesten, da ist es irgendwie so das klassische Beispiel, dass da irgendwie etwas komplett nicht verstanden wurde. Denn um solche Maßnahmen zu setzen, ja, die richtig sind, nicht? CO2 zu besteuern, ist ja was Richtiges. Also den Diesel zu besteuern, das ist ja was Richtiges. Aber das muss immer sozial begleitet werden. Und dementsprechend ist gerade in dem Zusammenhang natürlich zu sagen, na, da müssen wir ja auch die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen. Weil Menschen zu bestrafen, die jeden Tag 1-2 Stunden nach Paris reinpendeln, weil sie es sich nicht leisten können, in Paris zu wohnen, weil dort die Immobilienpreise und die Wohnungspreise so in die Höhe gegangen sind, das ist dann natürlich schon verständlich, wenn die dann sagen, das ist furchtbar, das passt nicht zusammen, das ist nicht sozial.
Und dementsprechend ist die Beantwortung dieser Frage natürlich eine recht komplexe, weil sie bedeutet, auf der einen Seite auf die ökologischen Notwendigkeiten Rücksicht zu nehmen, aber es gilt, sie sozial zu begleiten. Und das ist das Anstrengende an der Geschichte. Daher natürlich CO2-Steuer, das ist eh klar, aber im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist es mir noch wichtig hervorzuheben, wir haben es im Europäischen Parlament im Roboterbericht die Robotersteuer genannt. Man könnte auch sagen Wertschöpfungsabgabe, Maschinensteuer, wie auch immer. Aber es geht immer darum, dass wir schauen, was macht eine Modernisierung des Arbeitslebens, was macht die Digitalisierung, wer profitiert davon? Und das ist ja gut, dass wir profitieren, aber das müssen wir verteilen. Es ist eine Verteilungsfrage und das soll natürlich ökologisch-sozial begleitet sein. Und das geht natürlich am besten im Zusammenhang in unserer Arbeit in der Europäischen Union und nicht, dass jeder glaubt, dass er sich das nur rein national quasi irgendwie hinbiegen kann, weil da haben wir schon festgestellt, dass das herzlich schwierig ist. Stichwort diese Digitalsteuer, die in Österreich so genannt wird und nichts anderes ist als eine also quasi keine Digitalsteuer, sondern eine Werbesteuer, die umbenannt wird und der Begriff wird letztlich missbraucht. Also insofern, glaube ich, haben wir da vor allem europäisch einiges vor uns. Gut, schönen herzlichen Dank. Ich glaube, es gäbe natürlich noch viele Detailfragen, aber es ging jetzt nicht darum, über einzelne Gesetzesinitiativen zu reden, sondern zu schauen, was sind die grundsätzlichen Einstellungen der Kolleginnen, die gekommen sind. Man kann sich dann vermuten über die Einstellung der Kollegen, die nicht gekommen sind. Aber ich glaube, das ist gut gelungen und ich möchte mich recht herzlich bedanken bei euch beiden. Die Kollegin ist schon weg, weil wir etwas überzogen haben, beziehungsweise später ja begonnen haben. Liegt an Ihnen, die Entscheidung zu treffen, aber wie schon in der Früh gesagt worden ist, bitte gehen Sie zur Wahl. Es ist ein demokratisches Recht, das nicht alle Menschen auf dieser Welt haben. Und daher, glaube ich, wäre es gut, wenn wir uns das ausnützen und dieses Recht nützen. Ein bisschen hat das vielleicht auch die Diskussion dazu beigetragen, dass Sie ein bisschen eine Information haben, was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen so für eine Grundeinstellung haben zur Frage der Digitalisierung, aber auch zur Frage zur Umwelt. Und ich danke Ihnen natürlich auch fürs Kommen und fürs Zuhören und fürs Verbleiben. Danke.